Hallo Freunde des Lichts, jetzt ist der Tag gekommen, jetzt ist diese Waage, in den zwei Videos, in den vorigen habt ihr das gesehen, die Waage ist montiert, die Waage ist überprüft, die Waage ist geupdatet, auf dem neuesten Stand, eine kleine Reparatur habe ich auch schon dran gemacht, diesen Anschluss reingeschraubt. Ich habe einige Versuche hier durchgeführt mit Gewichten. Hier auch immer mal wieder ein bisschen Holz draufgelegt, um das zu simulieren. Aber das zeige ich euch dann nachher auch an den Daten, am Handy, am Überblick. Ich habe mir gesagt, bevor ich diese Waage unter Völker drunter stelle, die Völker durchschüttle, auf die Seite stelle, wieder drauf mache, da will ich erstmal ganz genau wissen, ob sie wirklich hundertprozentig funktioniert. Und deswegen diese Teststrecke mit den verschiedenen Gewichten. War auch ganz gut, so dass ich es gemacht habe, weil es hat sich herausgestellt, dass da noch kleine Bugs waren im Programm. Mit der Firma konnte man sehr, sehr gut oder kann man sehr, sehr gut kommunizieren. Da wurde sofort reagiert. Zuerst kam die Verwunderung, 50 Wagen laufen einwandfrei und jetzt soll es nicht funktionieren. Aber die haben es dann auch selbst eingesehen, selbst gefunden, die Fehler, die ich da angemerkt habe. Und haben das auch relativ schnell, zügig, zack, zack, beseitigt. Es wurde eine neue Funktion eingeführt, dass man die Waage auf Null stellen kann, also kalibrieren kann. Auch das haben die schnell umgesetzt. Ich muss sagen, top. Und jetzt ist es aber soweit. Jetzt werde ich die Waage an ihren ursprünglich gedachten Platz bringen. Habe ich euch auch schon gezeigt im letzten Video, wo das sein soll. Bin mal gespannt, ob es auch so passt, wie ich mir das vorstelle. Und packt das Ding jetzt einfach mal ein. Da kommt erstmal das ganze Zeug wieder runter. Ja, waren schon ein paar Kilo, sieht man auch an der Waage dann. Zeige ich euch nachher in den Programmen, in der App, wie sie es ausgewirkt hat. Da kann man es sehr schön sehen. Ich dachte, ich bräuchte meinen Wanderbock, aber die Beuten waren so, hat man ja gesehen, relativ schnell runter und wieder draufgestellt, mit dem Spanngurt abgespannt. Was ich aber jetzt festgestellt habe, das Kabel hier an der Waage, das Ladekabel quasi, das ist zu kurz für hier rüber in die Büsche. Das bedeutet, ich muss mir zuerst ein USB-Verlängerungskabel besorgen. Muss halt jetzt sein. Sonst reicht es nicht, um dieses Solarfältchen hier drüben, hier oben in den Büschen, in die Sonne zu hängen. Und dann haben wir sehr schnell zu wenig Energie. Jetzt werde ich aber noch dieses Völkchen, meinen Schwarm, noch mal kurz ein bisschen füttern. Die haben da noch etwas Restfutter drin und jede Menge Ameisen. Die kriegen jetzt gerade noch mal Futter. Aber ich schaue mal ganz kurz rein, wie es denen geht. Mit Rauch, ohne Rauch. Ach, mal sehen, ob sie friedlich sind. Na komm. Ja. Es geht denen nicht so schlecht. Na komm.
Ja, schön. Sehr schön. Und sie auch schon am Pollen eintragen teilweise. Und füllen natürlich mit Nektar, okay. Ich will die mal nicht noch weiter stören. Die Königin hatte ich ja bereits gefunden. Die fühlen sich, so wie es aussieht, wohl. Also lassen wir sie doch noch ein bisschen in Ruhe. Jetzt muss ich vorsichtig absenken, falls da so ein Bienchen drunter ist. Jetzt. Und jetzt kriegen die noch ein bisschen Futter. So, Fütterung der Raubtiere auch gelungen. Und wenn ich jetzt die App abrufe von dieser Waage, von dieser Doppelwaage, dann sehe ich Volk, ich mache es mal ein bisschen kleiner, so. Volk 1, 0 Kilo, ist klar. Vor 19 Minuten sieht man hier, war der letzte Abruf, da war die Waage halt eben gerade unbelastet. Hier sind jetzt die Holzstücke, die ich hier mal wieder ein bisschen was draufgelegt habe. Am 25. habe ich nichts draufgelegt, da ist bei 0 Kilo geblieben. Am 24. habe ich ein Stück mehr draufgelegt, am 26. ein Stück mehr. Da sieht man dann die Gewichtszunahme, sieht man es im Spiegelnden, ja, ein bisschen sieht man. Volk 2, da hatte ich nichts drauf, die war leer, deswegen auch keine Anzeigen. 24 Stunden, 11 Stunden gibt es da nicht. Beim Volk 1 ist es jetzt auch raus, nichts drauf. Und hier der Kalender. Den gibt es allerdings nur für den Wagenbesitzer, da ist das nicht für die Öffentlichkeit. Da kann ich dann noch eintragen, hier mit dem Candy-Zuckerstängelchen. Das ist der Eintrag immer, wann ich jetzt dieses Volk hier gefüttert habe. Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag. Heute ist der Mittwoch. Stimmt das? Ja, heute ist der Mittwoch. Da tragen wir ein. Gefüttert. Ein Heuschnupfen plagt mich wieder. Ja, Schwarm. Eins, Komma fünf. Liter. Da ist jetzt eingetragen. Hier haben wir auch die ganzen Daten nochmal dazu, zu diesem Monat. Sieht man hier unten dann nochmal. Hier habe ich die Varroa-Behandlung gemacht, das war hier. Und zwar die Bannwabe rein bei Herzvolk 8. Am 18.05. das war der Schwarmfang. Hier ist das Signal hier. Und für nächsten Monat, das ist gar nicht so schlecht, so dieses Kalenderchen. Habe ich hier schon eingetragen, da ist was. Dann kann ich nach unten fahren und kann sehen, Herzvolk 8 muss die Bannwabe wieder raus. Boah, einfach so. Als kleines Gimmick finde ich das ganz gut. Und jetzt bin ich mal gespannt. Vor 19 Minuten war der letzte Datenabruf. Machen wir gerade nochmal. Es war vor 23 Minuten. Die Waage wird jede Stunde abgerufen. Das heißt, ich muss noch 23 Minuten. Da muss ich jetzt noch 37 Minuten warten, um die neuen Daten zu bekommen, um die aktuellen Gewichtsdaten zu bekommen. So lange warten wir jetzt noch, oder ich warte noch. Für euch ist es aber nur ein Schnipp. So, jetzt habe ich mal die Wagen abgerufen neu. Hat ein bisschen was anderes getan. Na komm, ich will doch nicht erneuern. So. Hier haben wir die Möglichkeit, hat man es mit Grafik kann man es ansehen, mit diesem Honigtöpfchen, was es wohl sein soll. Hier die ganzen Daten. Hier Honigtöpfchen 2 von Volk 2.
Wenn man das nicht will, hat man die mittlere Anzeige, da ist dann nur, sind nur die wichtigen Daten. Jetzt haben wir hier Volk 1, das ist das, was hier drüben steht, der Dreizager mit dem Honigraum drauf, die haben 51,65 Kilo. Und Volk 2, das ist hier der Ableger, also der Schwarm, die haben 44,45 Kilo. Liegt halt auch hauptsächlich daran, dass ich diese Zarge nur als Leerzarge oben drauf gestellt habe für die Abdeckung, dass die Abdeckung von beiden Beuten gleiche Höhe hat. Macht es mir ein bisschen einfacher. Also da ist nichts drin, deswegen auch natürlich logischerweise weniger Gewicht. Und wenn man jetzt diese Anzeige auf das Minimalste runterbrechen will, dann kann man hier auf die kleinste Anzeige gehen. Das habe ich Volk 1, 51, 65, Volk 2, 44, 45. Habe ich nur die absoluten Gewichte der Völker, aber nicht den Verlauf. Den habe ich halt dann hier in der App, wo ich sehe, was geht das jetzt noch von vorher, die Sache mit dem Holz. Und hier war nichts drauf. Ja. Man kann die Messungen auch aussetzen. Hier ist in der App ist hier die Möglichkeit Messungen anhalten. Dann kann man vorübergehend deaktivieren, dann wenn man an den Beuten arbeitet, dass diese Gewichtsschwankungen da nicht wieder übernommen werden, wenn das jemand für wichtig erachtet. Das nicht ist, kann man auch hier die Messung aussetzen für eine gewisse Zeit und nachher wieder einsetzen dann. Also ich muss sagen, nicht schlecht, Herr Specht. Gefällt mir. Aber außer, oh, ich darf mich nicht auflehnen, fällt mir gerade auf. Ja. Gut, sie misst ja nur stündlich, von dem her kein Problem. Und sie hat das letzte Mal gemessen, glaube vor 12 Minuten, 19 Minuten sowas. Aber es gibt zu Hause am PC gibt es noch mal ein paar Besonderheiten, die nicht auf der mobilen App zur Verfügung stehen. Da habe ich noch Gelegenheit, ein paar andere Sachen zu sehen. Zeige ich euch gleich. Und ich kann die Daten zu Hause auf dem PC auch auf einer Internetseite veröffentlichen. Wenn ich das will, kann ich selbst entscheiden. Ich bin hier an unserem Wanderplatz im Wald, an einem unserer Wanderplätze. Hier habe ich jetzt die B-Scales Stockwaage montiert, hier und hier ist sie drunter. Und hier das Kabel, habe ich das Sonnenfältchen, das Solarfältchen hier angemacht mit zwei Reißnägeln im letzten Jahr. Hält prima. Die Waage hat immer 100% Leistung, also der Akku der Waage. Wunderbar. Ich habe natürlich jetzt hier das nur ganz locker angemacht, dass da kein Druck auf die Waage runterkommt. Und jetzt noch ein paar Informationen zu den Programmiermöglichkeiten der Waage. Aber da muss ich mit euch nach Hause gehen. Wäre auch blöd, den Computer bei dem Wetter hier draußen rumzuschleppen. Bis gleich. So, meine Freunde, jetzt bin ich wieder zu Hause angelangt in meinem Büro und jetzt kann ich euch noch ein bisschen was zeigen am Bildschirm. So, hier sehen wir jetzt die Seite, wie ich sie ansprechen kann. Das heißt also, ich als Inhaber mit Zugang macht man gerade schnell ein Aktualisierungsdings. Okay, dass wir auch wirklich nicht aus dem Cache irgendwas haben. Ich habe jetzt erst die Gewichte, die zwei Gewichte der Beuten korrigiert. Ich war jetzt vorhin, als ich oben war, habe ich mit der Kofferwaage die genauen Gewichte ermittelt. Die waren vorher einfach nur so ganz grob. Jetzt habe ich sie korrekt eingestellt auf 42,2 und 32,4. Das ist linke Volk und das ist rechte Volk. Der Schwarm, das ist quasi der Schwarm. Hier sieht man auch den Ablauf. Rot heißt Abnahme, grün heißt Zunahme. Ja, da wurden dann noch Gewichte dazugestellt. Jetzt diese Korrektur, was hier plus 10,4 und minus 10,4, das ist vielleicht ein bisschen irreführend, das stimmt nicht. Die haben nicht 10,4 eingetragen, 10,4 Kilo und die 10,4 Kilo verbraucht oder rausgetragen. Sonst könnte man ja auch meinen, dass aus der Beute hier der Honig von den Bienen umgetragen wurde in die Beute. Nein, so ist es also nicht. Das ist durch diese Gewichtskorrektur, die ich da eben eingeben musste, konnte, durfte.
Das kann man machen bei dieser Internetseite, also bei diesem Zugang. Und zwar kann man einfach auf Gerät, halt nochmal zurück, falls man es nicht gesehen hat. Hier unten gibt es jeweils einen Button Gerät Bienenstockwaage. Da kann ich drauf gehen, dann habe ich hier die Übersicht. Hier ist das Gerät, Gerätetyp etc. Alles, was dazu gehört. Hier ein paar Informationen, ein paar Daten. Und hier sind die zwei Wagen. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, Volk 1 will ich deaktivieren, dann ist es ganz raus aus der Übersicht, aus der Ansicht. Wenn ich zum Beispiel nur eine einzige Waage belegt habe, warum soll ich dann die andere überhaupt laufen lassen? Das könnte ich machen. Ja? Bei der Tara-Einstellung kann ich hier das Gewicht auf 0 stellen. Wenn ich das machen will, dann fragt er aber erst nochmal vorsichtshalber, sind Sie sicher, soll ich es wirklich auf 0 stellen? Nee, wollen wir es natürlich nicht, klar. Aber hier das Gewicht auf einen gewünschten Wert stellen. Hier hat man die Möglichkeit zum Beispiel, wenn jetzt eine andere Beute draufkommt. Auf die Waage 1 zum Beispiel kommt eine andere Beute drauf, ein anderes Volk. Ich habe vorher ausgemessen, was hat es an Gewicht. Und dann kann ich hier, zum einen kann ich das Gewicht auf 0 stellen, sowieso, wenn die Waage nicht in Betrieb ist. Und zum anderen kann ich hier das Gewicht auf einen gewünschten Wert stellen. Und das ist das, was ich gemacht habe. Ich habe die Gewichtskorrekturen reingemacht. Das gab es vorher noch nicht. Das wurde erst auf meine Anregung hin mit reingebaut. Und hier kann man die Tara-Einstellungen zurücksetzen. Diese Funktionen sind also jetzt dabei. Das heißt, man kann die Waage jederzeit neu kalibrieren, neu einstellen und sogar mit einem Gewicht genau definieren. Ansonsten hat man nur noch eine einzige Möglichkeit. Die Beute von der Waage runternehmen, eine Stunde warten, bis die Waage wieder ihre Daten überträgt und danach dann die Beute wieder auf die Waage draufstellen. Sehr umständlich. Hier ist eine Übersichtskarte, wo die Waage steht. Die steht hier im Schwarzwald, mittendrin, hier oben, bei Malzburg, Marzell. Ich habe die Möglichkeit, halt Übersichtsseite hier, ich habe die Möglichkeit, dass ich den öffentlichen Zugriff auf die Gruppendaten aktiviere oder deaktiviere. So, wenn ich zum Beispiel jetzt auf meine Internetseite gehe, bienenfarmer.de, der ein oder andere von euch kennt sie schon, diese Seite, wenn nicht, könnt ihr gerne mal reinschauen. Da habe ich jetzt die Grafik angehängt, und zwar sind das die zwei Bienenstöcke, die zwei Bienenwagen. Hier sieht man auch wieder aktuell 10,5, 10,6 plus minus und so weiter. Das sind jetzt die ganz aktuellen Daten. Ich kann das so zur Verfügung stellen, diese Informationen. Da sieht derjenige immer nur, was innerhalb der letzten 24 Stunden am Volk ging, ob was dazu kam, ob was wegging. Aber einen Verlauf kann der fremde Zuschauer kann da nicht absehen. Der sieht immer nur, wenn er reingeht, auf meine Internetseite sieht er, was die letzten 24 Stunden ging an Volk 1 und was 24 Stunden ging an Volk 2. Mehr sieht er nicht. Ich kann aber auch diese Seite noch freistellen, wenn ich das möchte. Ich weiß noch nicht, ob ich es machen soll. Gut, ich kann alle Daten sperren, wenn ich will. Aber ich kann diese Daten freistellen. Dann kann jemand, wenn jemand den Link anklickt, kann jemand genau das alles sehen, was er hier sieht. Er hat keinen Zugriff auf meine Daten oder kann nichts verändern. Er sieht auch hier, wo es ungefähr steht, dass er sich ein Bild machen kann, wo diese Werte herkommen. Er kann da auch dann näher reingehen. Er sieht aber nur den ungefähren Standort. Weil, jetzt muss ich selber nochmal kurz rausgehen. Ja, das ist nur ein ganz grober ungefährer, jetzt muss ich gerade mal schauen. Wo sind wir denn? Ja, genau. Weil es stimmt nicht. Es steht hier weiter drüben. Steht also einiges weiter weg. Wenn jemand sich nach der Karte orientieren wollte, um zu sehen, wo die Beuten stehen, das kann er nicht, denn die Angaben sind immer wirklich deutlich abweichend zum tatsächlichen Standplatz. Es geht auch hier nur dabei darum, dass man den ungefähren Bereich sehen kann,
wo die Sachen stehen, also wo die Daten herkommen. Und hier sieht man eben, wenn man ein bisschen rausgeht, sieht man halt, dass es aus dem Schwarzwald kommt, aus dem Südschwarzwald. Dass man sich ein Bild machen kann. Finde ich sehr gut. Hier auf der Übersichtsseite gibt es sogar noch so eine Handy-Abbildung quasi. Hier kann man auch hoch und runter fahren. Hier kann man jetzt den Verlauf sehen, genauso wie ich es auch sehen kann auf meinem Handy. Und hier kann man sogar die Daten updaten. Jetzt sieht man zum Beispiel, vor 30 Minuten wurde das letzte Mal der Datenabruf gemacht. Jetzt machen wir mal zup, 53. Also in 7 Minuten gibt es neue Informationen, weil jede Stunde überträgt die Waage die Daten auf den Server, in 7 Minuten quasi dann die neuesten Daten. Hier Folge 1, den Ablauf, datumsmäßig aufgelistet von 31. bis 6., was hier gegangen ist. Hier kann auch jeder x-beliebige, wenn ich diese Datenseite freistelle, jeder x-beliebige sehen, wie der Verlauf der Völker ist, was denn alles so ging auf diesen zwei in diesen zwei Völkern. Da haben wir eben auch nochmal das Wölkchen hier, das sagt, vor 53 Minuten ist das letzte Mal hochgestellt worden. Hier dieses Wölkchen. Und hier eine gute Verbindung herrscht da gerade. Verbindung Stärke 3 von 4. Dann sieht man auch ein Stück weiter unten die aktuellen Daten von der Messstation, also von der Waage. 8,8 Grad herrschen jetzt gerade im Augenblick. 941 Hektopascal, das ist also ein ziemlich schlechtes Wetter. Dort ist es um die Waage rum und 93,8% Regenwahrscheinlichkeit. Das heißt also, es wird auf jeden Fall dort regnen. Auf jeden Fall regnet es dort. Beim Tiefdruckgebiet 8,8 Grad Celsius ist nicht angenehm jetzt gerade dort. Aber ihr habt es ja auch gesehen, heute Mittag war auch schon nicht gerade angenehm. Muss ja nicht sein. Aber hier haben wir doch wirklich verschiedene Daten aus dem Zielgebiet. Das ist, wenn ich jemandem zum Beispiel, einem Bekannten, auch meine Daten geben möchte. Schaut dir das an, da und da. Schaut dir mal die Ergebnisse an. Vielleicht ist es was für dich. Vielleicht ist es auch für dich interessant, dorthin zu wandern. Oder im Verein zum Beispiel, dass die Vereinsmitglieder auch sehen können. Oder wenn sich ein paar zusammenschließen und sagen, hey komm, der eine stellt seine Waage hier auf, der andere stellt sie hier auf und der nächste stellt sie hier auf in Frankreich. Und dann haben wir einen Querschnitt und können sehen, wo es am meisten sich lohnt. Und da gehen wir dann alle hin. Solche Möglichkeiten hat man dann auch. Da kann jeder sehen, jeder andere, dem ich den Zugang gebe, kann dann sehen, wie ist der Ablauf, wie ist der Zustand, wie ist das Wetter dort und wie verhält sich das Volk. Aber ich kann als Nicht-Wageninhaber kann ich nicht auf die wagenspezifischen Daten und Einstellungen zugreifen. Ich kann nur abrufen, aber nicht eingreifen. Okay, aber schön finde ich auch, dass man auf der Internetseite zum Beispiel eben nur diese Daten, nur die 24-Stunden-Daten hier bereitstellen kann. Finde ich eine schöne Sache. Aber was ich auch sehr schön finde, die Einstellmöglichkeiten, die jetzt geschaffen wurden. Ein Teil funktioniert noch nicht so, wie es funktionieren sollte. Jetzt zum Beispiel auf dem Handy. Diese Funktion, na komm, bleib doch da. Moment. Die Funktion. Ich habe hier eine sehr, sehr schlechte Internetverbindung und GSM-Verbindung, deswegen dauert das hier alles. Es geht normalerweise etwas schneller, aber ich habe, wie gesagt, eine ganz, ganz schlechte Verbindung. Na komm, bau auf. Und hier baut er noch nicht mal jedes Mal unbedingt eine Verbindung auf. Das kann sein, dass er auch Error anzeigt. Mach. Komm. Man sieht es auch an der Verbindungsinformation hier oben. Sieht man das? Da geht so gut wie nichts hier oben. Oh, jetzt wird es schärfer. Ja. LTE nichts. Verbindung. Also es geht nicht. Nee, haben wir kein Glück. Ich habe euch aber in dem... habe ich es? Doch ja, gerade vorher im Video habe ich euch gezeigt, dass man die Messdaten anhalten kann, wenn man jetzt an der Beute arbeitet zum Beispiel. Diese Funktion, die funktioniert im Augenblick noch nicht, aber die Firma ist gerade dran, das
hinzubiegen. Und da muss ich ganz klar ein ganz großes Lob für die Firma aussprechen, habe ich aber schon ein paar Mal gemacht. Die sind sehr aktiv und sind wirklich voll mitten dabei. Abschließend kann ich jetzt für mich persönlich noch kein Urteil geben, weil ich habe noch nicht jetzt schauen können, wie wirkt sich denn aus, wie ist denn die tatsächliche Messung, passt das alles so, wie das angegeben ist, passt das nicht. Natürlich habe ich bei der Waage jetzt noch keinen Zugriff auf Informationen aus dem Volk. Hier geht es rein, wirklich nur rein um die Waage, um das Gewicht und um den Gewichtsverlauf. Gut, okay, ich zeige euch da noch was anderes. Da gibt es auch die Grafikansicht, wo man sich selbst nochmal reinschauen kann. Wie ist denn jetzt der Ablauf gewesen, zeige ich euch gerade nochmal schnell. Und zwar kann ich hier auf Grafikansicht gehen. Und jetzt kann ich hier, sehe ich hier den Ablauf, was zugenommen hat, was abgenommen hat. Auch das Datum ist mit dabei, wie viel Kilo. Das sind die ganzen Spielereien, die ich jetzt da gemacht habe bisher. Auch in der grafischen Verlaufskurve kann man das dann sehen. Das ist die Gewichtsänderung. Dann kann ich aber auch auf Gewicht total gehen. Kann man es ansehen, man sieht hier die vielen Spielereien. Mal ein bisschen, da wird er ausgeschaltet, da wird er ganz kurz eingeschaltet. Dann waren wir hier ein bisschen am Rumspielen mit dem ganzen Holzprügelzeug. Hier ist es da ein bisschen rumgespielt worden. Jetzt die Korrektur heute, die ich von Hand vorgenommen habe, hier hinten. Da stehen sie jetzt schon eine Weile im Wald. Und hier habe ich heute die Korrektur vorgenommen. Da läuft es dann weiter. Von jetzt an sieht man den Gewichtsverlauf tatsächlich. Aber naja, Wetterdaten sind abrufbar, die ich in Verbindung mit Luftdruck zum Beispiel, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, alles in Verbindung miteinander bringen kann und das unter Umständen auch in Relation zu dem Eintrag der Bienen, zum Verhalten der Bienen. Da kann ich nochmal Informationen abrufen. Hier ist der Batteriezustand, GSM-Signalstärke kann man auch absehen, wie gut die Signalstärke ist. Und die Solarladeleistung auch nochmal, wenn das interessieren sollte. Wie gesagt, für eine abschließende Bewertung für die Leistung dieser Doppelwaage, da fehlt mir jetzt noch ein bisschen Erfahrung damit. Und jetzt muss ich erstmal selbst noch ein bisschen abwarten. Es zeichnet sich ab, dass es in Ordnung ist, weil es ist ja wirklich nur rein die Waage. Keine anderen elektronischen Teile mit dran oder Zusatzelemente, kein Schnickschnack, einfach nur die Waage. Und ich meine, es ist eine wunderbare Sache, weil ich kann, wenn ich einigermaßen Verbindung habe, GSM-Verbindung, klar, ich kann es, egal wo auf der Welt, jederzeit den ganzen Tag abrufen. Die aktuellen Daten. Okay, Daten, die auch eine Stunde alt sein können, aber maximal eine Stunde. Und da kann ich jeden Tag, von morgens bis abends, kann ich die Daten aktuell abrufen. Ich meine, das ist schon eine ganz interessante Sache. Gefällt mir. Und das für den Preis, Leute. 2 Wagen für den Preis, das ist der Hammer. Ich mache euch in die Videobeschreibung unten, mache ich euch nochmal einen Link zur Waage rein. Wenn sich jemand eine Waage zulegen möchte, ist eine seriöse Sache, meine ich. Seriöses Material. Ich glaube nicht, also ich habe das Gefühl, dass diese Waage nicht in kurzer Zeit kaputt geht. Das Gefühl habe ich nicht. Und wen das Blinken von dem Steuerkästchen stört, von dieser LED, der kann es immer noch, die Plexiglas-Abdeckung kann er immer noch schwarz anstreichen oder mit schwarzem Tape, mit dem Gaffer-Tape umwickeln oder überkleben. Ist gar kein Problem. Ich hoffe, diese Videos über die Waage, über diese B-Scales Waage oder Waagen sind ja 2, da gibt es noch mehr. Auf der Seite könnt ihr auch sehen, die haben noch ganz andere Waagen für ganz andere Systeme, für größere Systeme. Ich hoffe, das war interessant für euch. Für mich war es mal wieder sehr, sehr interessant, mit diesem technischen Schnickschnack, mit den Gimmicks zu arbeiten. Ich finde es toll, dass jede Stunde übertragen wird.
die Daten von der Waage. Nicht nur einmal am Tag, wie es viele andere Bienenstockwagen machen. Und vor allen Dingen, dass man es egal von wo auf der Welt abrufen kann. Das finde ich schon ganz, ganz gute Merkmale, ganz gute Gimmicks. Und ich brauche nichts mehr machen. Wenn das Solarfeld dran hängt, brauche ich nichts mehr machen. Das bleibt das ganze Jahr, bleibt die Waage einsatzbereit. Top. Gute Arbeit. Wenn euch das gefallen hat, dann sehen wir uns vielleicht auch wieder im nächsten Bienenvideo.